Du bist Marketer im B2B-Unternehmen und hast keine passende Landingpage für deine Social-Media-Kampagnen parat? Dann bleib jetzt dran. Abhilfe können dir da Meta Instant Experiences geben. Da kannst du ganz einfach kleine Landingpages direkt im Werbeanzeigenmanager erstellen. Dein Vorteil? Du brauchst kein Budget für teure Landingpages in die Hand zu nehmen und bist komplett unabhängig in der Erstellung. Cooler Nebeneffekt, die Userinnen müssen die App gar nicht verlassen. Und die Instant Experience öffnet sich quasi ohne Ladezeit. Los geht's. Instant Experiences sind vor allem aus dem E-Commerce bekannt, da sie ein wunderbares Medium sind, um eben Produktwelten vorzustellen. Ich habe hier auf dem Kanal schon mal ein Video dazu gemacht, in dem habe ich dir Instant Experiences allgemein vorgestellt. Video verlinke ich dir auch am Ende nochmal, da findest du das. Heute aber geht es um Instant Experiences im B2B-Kontext, das heißt also für Landingpages zu verschiedenen Themenbereichen. Vorteile sind aber im Endeffekt die gleichen, die du bei allen Instant Experiences hast. Du hast eine schnelle Ladezeit, Retargeting der Öffner, du hast ein mobiles Vollbilderlebnis und du kannst deine Vorlage, je nachdem, was du für eine Zielgruppe hast, einfach ersetzen und eine positive Nutzererfahrung. Ich zeige dir jetzt mal direkt im Werbeanzeigenmanager, wie du so eine Instant Experience erstellen kannst. Hier hast du den Werbeanzeigenmanager. Im Werbeanzeigenmanager haben wir jetzt hier die ganzen ganz normalen Möglichkeiten von Kampagne, Anzeigengruppe und eben auch Anzeigenebenen. Ich habe jetzt hier einfach eine Testkampagne gemacht zu unserem Nachhaltigkeitskonzept Green Beyond the Logo. Das Ganze habe ich als Traffic-Kampagne aufgesetzt, ist aber im Endeffekt total egal. Du kannst ja jedes Kampagnenziel wählen, was eben für deine Bedürfnisse passt. Ich habe es, wie gesagt, als Traffic aufgesetzt. Dann habe ich hier das Kampagnenbudget reingegeben und das Ganze als CBO aufgesetzt. Du kannst es aber genauso gut als ABO machen. Als Interesse bin ich eben jetzt auf B2B gegangen und eine Conversion Ort ist die Webseite, weil ich eben den Traffic da weiterleiten möchte. Beziehungsweise eben mit Linkklick auf die Instant Experience. Im Endeffekt ist es aber so, dass du hier komplett frei in der Gestaltung bist. Kannst du machen, wie du möchtest und auch dein detailliertes Targeting einstellen, wie du es benötigst. Spannend wird es dann in dem Bereich. Und zwar hier auf Anzeigenebene habe ich eine Kollektion erstellt. Ihr wählt eure Facebook- und Instagram-Seite aus. Hier als Quelle für Anzeigenelemente den manuellen Upload und als Format die Kollektion. Das heißt also, ihr habt hier den ganz normalen primären Text, den ihr auch bei jeder anderen Werbeanzeige nutzen würdet und dann eben auch noch eine Überschrift. Hier jetzt in meinem Fall, ich möchte unseren Podcast promoten, indem wir in 12 Folgen alle Details zu unserem Nachhaltigkeitskonzept kommuniziert haben. Auf diesen möchte ich jetzt aufmerksam machen. Die Überschrift ist jetzt hier, du willst mehr Nachhaltigkeit in dein Unternehmen bringen. Und dann geht es zu meiner Instant Experience, die wir jetzt hier gemeinsam erstellen. Zielort ist eben hier die Instant Experience. Wir klicken auf Neu erstellen und haben hier jetzt verschiedene Möglichkeiten zur Vorlage. Ich wähle an der Stelle die benutzerdefinierte Instant Experience aus, weil wir eben hier nicht wie bei einem E-Commerce ein Shopping-Erlebnis darstellen möchten und auch nicht über unsere Produkte informieren möchten in erster Stelle, sondern Informationen zu einem Themenbereich geben möchten, wie jetzt beispielsweise hier, genau zu einer Landingpage, unseren Podcast. Benutzerdefiniertes Instant Experience wähle ich hier aus und klicke auf Weiter. Dann habe ich hier komplett freie Möglichkeiten in der Erstellung. Ich gebe dem Ganzen erstmal den Titel. Das ist auch wichtig, wenn du dann später deine Instant Experience wiederfinden möchtest. Ich sage jetzt hier Podcast Promotion. Komponente hinzufügen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere eigene Instant Experience zu erstellen, genau wie wir das möchten. Das heißt also, wir können einfach einen Button, das ist ein Call to Action, ist hineinfügen, ein Karussell mit verschiedenen Bildern, Fotos, Textblöcke, Videos, ein Header und Produktpaletten. Alles, wie wir das möchten, können wir hier gestalten. Ich sage jetzt beispielsweise, ich möchte ein Video haben, einen Text und ein Bild. Das kann ich auch hier so auswählen mit mehreren Elementen gleichzeitig. Das heißt, ich klicke einmal auf OK und habe sofort alle Elemente, die ich ausgewählt habe, verfügbar. Wir fangen an mit dem Video. Das ist jetzt hier oben. Hier sehen wir nämlich auch schon mal, wie das im Endeffekt ausschaut. Hier haben wir das Videoformat dann enthalten, hier unseren Text und hier das Bildformat, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Auf Facebook sage ich jetzt, cool, Video, möchte ich ein Video hochladen. Da habe ich jetzt hier schon eins abgelegt. Und zwar ist es unser Teaser zu unserem Podcast. Und da ist es schon. Und geht sofort los. Wir berichten dort zusammenfassend über unseren Podcast. Dann sage ich ein Textfeld. Textfeld habe ich schon einen kleinen Text vorbereitet. Und hier packe ich dann meinen Text einfach rein. Das ist jetzt hier in so einem Anthrazitgrau, ist mir jetzt ein bisschen zu wenig Kontrast. Deswegen klicke ich hier mal auf das Feld der Farbe und kann das jetzt ganz entspannt genau in der Farbe machen, in der ich möchte. Hier haben wir auch die Option, verschiedene
Text, also verschiedene Schriften auszuwählen. Wir haben jetzt leider nicht so eine riesig große Auswahl an Schriften. Ich nehme hier gerne die Schrift ohne Serifen. Da hast du aber viele verschiedene Möglichkeiten, auch andere Schriften auszutesten. Auch in der Größe bist du hier sehr flexibel und kannst einfach die Größe einstellen, die du benötigst. Für mich passt das jetzt aber auch die Art und Weise. Hintergrundfarbe kann ich hier auch definieren. Kann ich sagen, hey, aktuell sind wir komplett weiß. Du kannst aber auch direkt den Farbcode von deiner Unternehmensfarbe hier eingeben, sodass das Ganze in dem Look and Feel von deinem Unternehmen ist. Als Foto möchte ich jetzt auch noch was hinzufügen. Da sage ich jetzt, ein Bild lade ich hoch. Und dann möchte ich noch eine weitere Komponente hinzufügen und sage, ich möchte jetzt noch einen Textblock hinzufügen. Markiere das Ganze wieder. Ich habe es jetzt hier mittig zentriert, kann das genauso gut aber links oder auch rechtsbündig machen und auch hier den Zeilenabstand noch einstellen. Ich habe jetzt hier 1,2. Das passt für mich eigentlich ganz gut. Ich lasse es wieder mittig, weil das obere ja auch schon mittig zentriert war. Und schon haben wir es hier drin. Jetzt habe ich noch eine weitere Komponente und sage, ich möchte noch mal ein Bild von unserem Blogging Day mit hinzufügen. Klicke auf OK und wähle dann jetzt hier als Bild das Gruppenbild von unserem Blogging Day. Und das ist dann auch schon hier das Schlussbild. Hier haben wir jetzt einen Abstand. Den können wir auch noch definieren und abändern. Und zwar erweiterte Einstellungen anzeigen. Und dann siehst du hier unten Freiraum um Komponente oben und unten. Und da kann ich jetzt auch noch sagen, hey, ich mache vielleicht jetzt hier 4 oder eben 0 und dann passiert es hier unten. Oder eben auch auf Textebene kann ich hier auch reingehen, erweiterte Einstellungen anzeigen und sagen, unten möchte ich nicht 48, sondern vielleicht nur 24 haben. Und das gleiche möchte ich oben haben. Um dann ein einheitliches Bild zu bekommen, macht es schon Sinn, eine identische Zahl zu nehmen. Genau, hier ist nochmal der Einblick. Und jetzt möchte ich am Ende auch noch eine Komponente hinzufügen, und zwar einen Button. Das haben wir jetzt hier. Schreib etwas, dann kann ich jetzt hier reinschreiben als CTA mehr Infos zu unserem Podcast findest du hier. Es ist immer vorausgewählt in diesem Anthrazit, kann man aber ganz entspannt einfach hier schwarz ändern. Genau, und dann ist das hier unten und ich kann auch noch sagen, meine Buttonfarbe, die möchte ich jetzt vielleicht rot machen. Und Hintergrund ist jetzt auch rot, dann hat man das eben so oder man behält es bei dem Weißen, wie man das eben möchte und es einem persönlich gut gefällt oder eben auch ins CD passt. Ich kann jetzt auch noch sagen, Button Fix, das heißt also, egal wie ich mich in meiner Instant Experience verhalte, bleibt es immer unten fix. Kann auch eine gute Möglichkeit sein, wenn ich sage, hey, mir ist es wichtig, dass die Userinnen auch noch auf den Link zur Landingpage kommen, die vielleicht dazu noch passt, beziehungsweise zu erweiterten Informationen. Die Landingpage soll hier an der Stelle schon ersetzt werden. Genau, dann einfach speichern. Das dauert manchmal ein bisschen und fertigstellen. Der Button muss noch wohin linken, das ist jetzt richtig. Wie hier dc.ag/sustainability ein und dann speichern und fertigstellen. Perfekt, das war's schon. Sonst habt ihr hier schon die Möglichkeit, einfach das Video in der Voransicht zu haben. Und eben hier kommt ihr direkt in diese Instant Experience. Da gehen wir jetzt auch nochmal rein. Die finden wir hier mit den verschiedenen Elementen. Genau, und dann auch noch mit mehreren Infos. Ich hoffe, du hast jetzt schon ein paar Ideen im Kopf, wie du Instant Experiences für deine Kampagne nutzen kannst. Ich freue mich, wenn du mir in den Kommentaren davon berichtest. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn es dir gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest, lass ein Like da. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir das total gerne in die Kommentare, da antworte ich dir auf jeden Fall. Und abonniere auch unseren Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, und die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ansonsten bin ich raus für heute.